Mittag. Die kleine Reisegruppe, mit der ich in Namibia unterwegs bin, hat inzwischen das Sossusvlei verlassen und ist auf dem Weg nach Swakopmund. Schon kurz nach unserer Abfahrt sehen wir zum ersten Mal Giraffen. Dieses und alle weiteren mit FK gekennzeichneten Fotos stammen von Frank Kotschenreuter. Der kleine Ort, wo wir hier eine Rast einlegen, trägt seinen Namen zurecht: Solitaire. Dieses Stück Land hier ist übrigens nicht unbewohnt. Nein, hier wohnen Erdmännchen. Wir sind hier am südlichen Wendekreis, am Wendekreis des Steinbocks. Steinböcke sehen wir hier zwar nicht, aber dafür eine durchaus blühende Landschaft. Dann überqueren wir den Cuisap River. Die Straße schlängelt sich dann nach oben bis zu einem Aussichtspunkt über den Cuisap Canyon hinauf. Wir sind hier wieder in der Namib-Wüste. Außer ein paar Köcherbäumen wächst hier nicht viel. Die Piste führt jetzt schnurgerade durch die Wüste nach Walfish Bay. Walfish Bay hat nicht nur einen großen Hafen. Die Lagune hier ist für Vögel und Vogelfreunde ein wahres Paradies. Also genau der richtige Ort für ein paar schöne Fotos. Zum Beispiel von Pelikanen oder von Flamingos. In Walfish Bay werden auch Bootstouren, zum Beispiel mit einem Katamaran, veranstaltet. Darauf haben die Möwen schon gewartet. Auch ein Pelikan gibt sich hier die Ehre. Der Bursche ist so etwas wie ein Stammgast hier auf diesem Boot. Er lässt sich gerne füttern und sogar auch streicheln. Bitte recht freundlich, danke sehr, und dann geht es weiter Richtung Leuchtturm. Hier bei Walfish Bay gibt es mehrere große Robbenkolonien.
Hier im Film können Sie zwar hören, wie sich die Robben unterhalten, aber seien Sie froh, dass Sie nicht riechen, was ich gerade rieche. Schließlich wird unser Katamaran auch noch von mehreren Delfinen begleitet. Und wenn man schon einmal einen solchen Bootsausflug unternimmt, dann dürfen auch die Austern nicht fehlen. Mit dem Schlürfen von Austern endet der Ausflug. Wir sind wieder in Walfish Bay am Hafen angekommen. Von Walfish Bay aus sind es nur wenige Kilometer nach Swakopmund, der, nicht nur in Anführungsstrichen, deutschesten Stadt der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika. So schön diese Kolonialbauten, Kirchen und Leuchttürme auch sind, wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Vorfahren hier im jetzigen Namibia auch einen Völkermord an den Herero und Nama verübt haben. Von der Promenade aus noch ein Blick zurück zum Leuchtturm und dann um die Ecke der Blick zur Jetty. Dass es hier mitunter doch sehr deutsch aussieht, liegt nicht nur an der Vergangenheit als ehemalige deutsche Kolonie, sondern auch daran, dass inzwischen viele Einwanderer aus Deutschland hierher gekommen sind nach Namibia. Im Biergarten des Restaurants Altstadt treffe ich mich mit einem deutschstämmigen Namibier. Prost! Ein zweites Bier werden Jürgen und ich dann im Tiger Reef trinken. Jürgen arbeitet als Reiseführer und Tätowierer. Als Reiseführer habe ich ihn im letzten Jahr in Südafrika kennengelernt. Als Tätowierer bisher noch nicht. Und das wird dann wohl auch so bleiben. Prost, Jürgen! Zum Abendessen bin ich dann im Restaurant am Ende der Jetty verabredet. Ich blicke noch einmal zurück über die Jetty nach Swakopmund und werde dann gleich essen. Allerdings keine Vögel. Nein, statt Vogel gibt es Swakopmunder Schnitzel. Sehr schmackhaft und bekömmlich. Das ist jetzt natürlich etwas missverständlich hier. Das Willkommen bezieht sich auf den Besuch dieses Schiffswracks.
Wir sind jetzt nämlich auf dem Weg nach Cape Cross, zur dortigen Robbenkolonie. Auch hier stinkt es gewaltig. Aber wann kommt man Robben schon einmal so nah, mittendrin statt nur dabei? Hast du die ganze Zeit da gelegen? Ja, jetzt bist du wach. Ein Besuch der Robbenkolonie bei Cape Cross. Nicht nur olfaktorisch ein unvergessenes Erlebnis. Von Cape Cross aus geht es dann weiter nach Spitzkoppe. Doch davon berichte ich dann im nächsten Teil meiner Filmreihe 9 Wochen im südlichen Afrika. Ja, hier kann man die Spitzkoppe-Region sehr schön erkennen. Diese wunderbaren Spitzen, die überall so schön rausragen. Mhm.